heute nichts Normales. Der Poster. Oh. Zeig, wie das aussieht. Oh, Oma. Dankeschön. Sehr gerne. Ach Gottchen. Sehr gerne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, ihr Lieben. Ich begrüße euch. Ich bin einmal eben im Bad. Ich muss mir nämlich einmal, ich habe ja hier neuerdings jetzt, ich gucke immer hier hin, weil hier, also meine Kamera, ich zeige euch das mal, wird zur Seite aufgeklappt. Dann guckt man mal in den Display, aber eigentlich muss ich hier zu euch gucken. Ich habe mir hier also Wimpern anbauen lassen vor einiger Zeit. Und die muss man halt regelmäßig hier so kämmen. Die sind jetzt aber auch schon, boah, ich glaube, 2,5 Wochen da drauf. Ist also schon ein bisschen rausgewachsen. Man hat schon das ein oder andere Haar verloren. Das sind, sehen die jetzt langsam so ein bisschen wild aus. Aber ich finde, es geht noch. Ich werde erst nächste Woche Zeit finden, da zum Wimpern und Nägel machen zu gehen. Das ist bei mir alles ein Ablauf sozusagen, ein Standpunkt sozusagen. Wir nehmen euch heute mit. Wir nehmen euch nämlich heute mit. Flo's Mama hatte Geburtstag und wir zaubern ihr eine Torte. Die liebt immer unsere Torten so sehr, die ich für die Kinder mache. Also Benjamin Blümchen-Torten, die dann so verkleidet sind. Ich versuche euch hier mal auf hinzustellen. Unser Bad ist wirklich chaotisch. Und dementsprechend machen wir jetzt gemeinsam eine Torte. Sie ist ja absoluter Fan von Mickey Maus oder Minnie Maus, also hier diese Maus halt. Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen Tortendeko bestellt in die Richtung. Und das machen wir jetzt heute gemeinsam. Oh, ich glaube, das war ein bisschen viel. Flori ist auch da, der wird mir sicherlich helfen. Ich trinke jetzt gerade nebenbei noch meinen Power-Cocktail, den brauche ich ja früh schon mal. Kümmere mich hier ein bisschen um meine Hautpflege und dann geht's los. Hier bin ich im Bad. Hier? Boah, ich wollte gerade was Perverses sagen, eigentlich habe ich es nicht getan. Willst du nicht Hallo sagen stattdessen? Ja, hi. Genau. Wir legen jetzt gleich los, bist du motiviert? Das ist ein Chaos-Bad. Die Mädels, die waren hier gestern noch baden und dann haben die ihre Schuhe hingeschmissen. Davor waren wir einkaufen, der halbe Einkauf, wo sie sich was ausgesucht haben, lag irgendwie gefühlt auch überall. Ja, Real Life halt. Da, fertig eingecremt. So, Power-Cocktails sind hier fertig. Ich bin hier schon fleißig am Trinken. Und ich zeige euch auch gleich, ihr fragt da immer wieder nach. Ich habe schon zigmal gezeigt, aber haben ja Gott sei Dank auch immer wieder neue dazu, wie ich diese Torte mache. Mein Gott. Und zwar braucht ihr erstmal natürlich die Benjamin Blümchen-Torte im Vorfeld. So, die haben wir gestern gekauft. Die ist jetzt zwar im Kühlschrank. Die ist hier jetzt aufgetaut, ihr könnt die aber auch so angetaut nehmen. Aber ich sag jetzt mal, die darf nicht zu hart sein, weil diese Puppe, die ihr nachher abnimmt, zerreißen sonst die ganze Torte, wenn ihr die abnehmt. Also schön aufgetaut lassen. Dann braucht ihr dazu eine Tortencreme. Ich nehme jetzt die, sonst habe ich immer eine andere genommen. Die gibt es irgendwie nicht mehr, so eine blaue. Die mischt ihr euch einfach so, wie es hier hinten drauf steht, separat. Die färbt ihr nachher ein, zeige ich euch gleich. Und dann habt ihr im Idealfall euch schon Deko besorgt, die ihr oder euer Kind oder euer Geburtstagskind, was auch immer, gerne hätte. Das haben wir jetzt ausgesucht. Einmal so Minimaus-mäßig. Dann habe ich noch ganz viel Tischdeko und sowas geholt und Becher. Und das hier ist die Lebensmittelfarbe, die habe ich auch von Amazon. Damit färben wir nachher in verschiedenen Farben, passend zum Thema, halt diese Tortencreme ein. Ich hoffe, die wird was, weil mein Handrührgerät war kaputt, habe ich entfernt, mir kein neues gekauft. Jetzt muss ich das per Hand irgendwie machen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Achso, das hier habe ich auch noch geholt. Vielleicht benutze ich sowas auch noch. Ist mir ins Auge gefallen. Mal sehen. Genau. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
Ich habe das tatsächlich ohne Handrührgerät, glaube ich, noch nie gemacht. Aber es wird schon werden. 200 Gramm Butter soll da rein, ja? Ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich bin der Meinung, ich habe da sonst nie so viel Butter reingemacht. Aber nun gut. Aber nun gut, die andere Tortencreme, die ich sonst auch immer hatte, da musste man Schlagsahne verwenden. Das ist hier alles ein bisschen anders. Ich bin ja eh nicht so der Küchenprofi, ne? Also machen wir jetzt hier 200 Gramm Butter rein. Das ist übrigens meine absolute Lieblingsbutter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsbutter ist. Diese hier ist meine. Diese Kjærgaarden. Ist sie so? Ja, Kjærgaarden, genau. So, und jetzt brauchen wir noch, die Butter soll weich sein. Ja, ist ja weich. Und 350. 300, was ist denn jetzt hier 250 da noch drin? Okay, kalte Milch. So, und natürlich die Tortencreme. Oh Gott, wenn ich da schon stehe, 3 Minuten mit einem Handkühlgerät, wie lange muss ich denn mit meiner Hand aufkühlen? Aber ist wurscht, weil tut man nicht alles für die Schwiegermutter. Oder wir nehmen einfach eine Schere. Zack. Tobi macht daneben bei irgendwie ein bisschen Haushalt. Ich habe gestern zum Beispiel unseren Topper vom Bett mal abgenommen. Oh Gott, wie soll ich das mit der Hand schaffen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das miteinander vermengt. Leute, guckt bitte, wie es aussieht. Habe ich das richtig gelesen? Steht da so. Also ich versuche einfach mein Bestes. Ich habe ja auch weiche Butter genommen, aber halt, es ist Winter draußen. Flüssig ist er halt natürlich nicht. Steht da aber auch keine flüssige. Ich habe halt einfach kein Handrührgerät. Kann ich auch einen Mixer nehmen? Fragen über Fragen. Um das mal zu zerkleinern, nehme ich jetzt den Mixer, oder? Oh mein Gott, ey, warum filme ich das auch noch? Das ist ja so peinlich. Florian, ich kann das hier nicht. Ich glaube, ich nehme den Mixer dafür. Okay. Ja, wie soll ich denn das da zerkleinern? Ich kann das überhaupt nicht. Hä? Das nicht nehmen. Nee, das hier. Mixstab. Und das. Wie viel Butter da klein zu kriegen. Also sieht jetzt schon mal auf jeden Fall besser aus. Ich habe immer so riesige Stücke da drin. Okay, den Rest mache ich lieber mit der Hand. Ich weiß nicht, was ich hier genau tue. Ich habe stark rechten Arm. Ja, da steht aber 3 Minuten mit dem Handgerät schaumig schlagen. Alter! Ja, mach schnell, schnell. Du darfst keine Pause, glaube ich, haben. Das muss noch mehr, glaube ich. Boah, klar muss noch mehr. Okay, wechseln. Alles für die Mutti, alles für die Mutti. Wechseln. Boah, das geht aber schwer. Boah, das geht ja. Warte, machen die Probe, ja? Macht man auch mit Schlagsahne auch so, oder? Nicht, oh mein Gott. Ja. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. So, machen wir weiter. Im Übrigen, falls hier wieder neue sind, die dann auch schreien, oh, warum backst du für dein Kind nicht selbst? Ich backe sonst für die Kinder auch selbst. Ich hätte auch für Oma selbst gebacken. Aber in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, habe ich ganz viel gebacken und es wurde ganz wenig davon gegessen. Und irgendwann haben wir das mit den Torten eingefügt und das wird halt immer gegessen.
Und dementsprechend ist das jetzt bei uns hier so, so beliebt, dass Oma es auch möchte. Alle wollen Berlin-Hübchen. So, und wir meinten die Hunde Futter. Furi macht den gerade Fresschen. Ich trinke noch einen Trauercocktail und jetzt geht's weiter. Jetzt packen wir die Torten aus und wie gesagt, diese kleinen Huppelchen, Sahne, machen wir oben ab. So, und nun müsst ihr, hab's gleich, irgendwie diese Torte auf die andere kriegen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, denn ihr habt die vorher 5 Stunden draußen stehen lassen, aufgetaut, dann wird die wahrscheinlich ein bisschen instabil sein, aber so sollte das gehen. Die Kunst dabei ist, das halbwegs mittig hinzukriegen. Du brauchst. So, viele weiß ich, nehme auch einfach denn diese Sahne, da sind aber diese Konfettistücken drin, das mag ich immer nicht so, sind bei uns dann so weggenascht. Ich nehme lieber, wie gesagt, die Tortencreme und die hier vorne wird jetzt hier in verschiedene Farben geteilt. Jetzt muss ich einmal schauen, welche Farben ich habe und welche Farbe ich die Deko bestellt habe, dass das irgendwie passt. Also auf jeden Fall rosa, das steht ja schon mal fest. Wo ist denn meine Schere, die ich eben noch hatte? Das ist weg, was hier. Oh, sorry. Bloß einer dreht sich um und dann ist es weggepackt. Du denkst, hä? Wollt doch aber noch was trinken? Lars schon im Geschirrspüler so ungefähr. Kennt ihr sicherlich. Wir haben viele Farben. Schau mal, so sieht das Ganze aus. Also ich würde sagen. Sind bestellt? Ja, ja, die sind komplett neu. Versteckt die von mir. Extra für Mulli. Zeig mal die Farben. Also alles so rosa, lila. Minimal. Oder lila, guck mal, da ist auch so ein lila bei. Würde ich sagen, nehmen wir so ein lila. Ne, das ist Peach. Da muss man auch nochmal diesen Peach. Da denkt man, das ist rosa, weil das so von der Farbe so rosa aussieht. Aber ich meine, das ist so Pfirsich, das ist so ein helles Orange. Da muss man ein bisschen aufpassen. Habe ich aber jetzt nur 2 Rottöne? Rosatöne? Das hier ist noch so ein lila, müssen wir gleich mal sagen, ich glaube, das ist zu dunkel. Und dann finde ich auch mal gelb total schön. Ich bin unschlüssig. Das noch vielleicht. Vielleicht doch Peach nehmen? Ich weiß es nicht. Wir gucken es uns mal an. Jetzt teilen wir die erstmal auf hier. Vorsicht. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen Tortencreme. So viel, wie ihr denkt, wie ihr braucht. So. Und wir nehmen Sherry. Sherry, Sherry, Lady. Die haben auch keinen Geschmack, also meiner Meinung nach. So. Dankeschön. Mache ich das hier schnell fertig. Dankeschön. So, jetzt rühren wir das mal um und gucken uns mal die Farbe an. Man kann natürlich auch einfach die gleiche Farbe nehmen und bei dem einen mehr reinmachen und bei dem anderen weniger. Das ist halt auch so ein Farbverlauf, ne? Also man braucht nicht unbedingt da 10 verschiedene Lebensmittelfarben. Dann immer gut umrühren. So, das ist jetzt ein schöner Rosaton geworden. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Lavendel. Oh. Aber ein schöner lila Ton. Schaut mal, richtig schöner. Sieht man so den Vergleich. Schön aus, ne? Bei dem Peach bin ich mir echt nicht sicher. Ich glaube, das war so ein Orangeton. Ich mache jetzt einfach mal hier in so eine extra Schüssel ganz wenig Sahne. Oh, okay. Das war doch gar kein Orangeton. Ich habe mich vertan, Leute. Komm mal zurück auf Anfang. Das ist einfach ein Neonton. Oh mein Gott, schaut mal. Ich weiß, ob man das durch die Kamera erkennen kann, aber das ist richtig dolle. Richtig, richtig, richtig dolle. Pink. Siehst du das? Das ist richtig Neon. Ja, das wird sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt. Aber eigentlich sieht es schön aus, ne? Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing. Farben sind alle fertig, Leute. Ich habe jetzt einmal so einen Flieder und einmal so einen Lila-Ton. Ich hoffe, man sieht den Unterschied in der Kamera. Und einmal so einen rosa und einmal so einen pinken Ton. Man kann natürlich auch nur eine Farbe nehmen, fünf Farben nehmen, von mir aus 10 Farben nehmen. Ich mache immer so 3, 4, 5 Farben, finde ich immer ganz gut. Und dann mache ich damit so einen Farbverlauf. Ich überlege mir mal, welche Farbe soll unten, welche soll... So werde ich den Verlauf machen. Oder? Nee. So werde ich den Verlauf machen. Ja, dann habe ich hier so ein Tortenschieber-Ding und dann mache ich das hier ganz professionell einfach unten, wo ich das hinhabe, ran, könnt ihr das sehen. Und dann laufen die nachher ineinander über. Wenn man die Torte jetzt ein bisschen zu lange hat auftauen lassen, ist manchmal so, dass die Tortencreme, die da jetzt schon drauf ist, so ein bisschen mitgeht. Da muss man ein bisschen fummeln, aber das kriegt ihr hin. Das ist so easy peasy. Das kriegt jeder hin. Kleiner Tipp, wenn ihr wisst, Geburtstag oder irgendwas steht an, ihr seht, die Torte ist im Angebot, nehmt die einfach schon mal mit. Friert euch die ein. Wenn ihr genug Platz habt, vorausgesetzt im Gefrierfach, dann muss man da auch nicht den vollen Preis für zahlen. Die sind ja ab und zu mal im Angebot. So. Und nächster. Den Feinschliff mit dem Übergang macht man dann irgendwie so zum Schluss. Can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Drück ich einmal raus, meine Kamera voller Torte. Oh Mann. Oh, jetzt läuft es auch noch. Leute, das ist der Zwischenstand. Ich habe ein bisschen mit dem Rand gekämpft, weil sie doch ein bisschen zu lange draußen war, denn ja, geht es halt so ein bisschen ab, die normale Schicht. Von oben sieht die total schön aus. Schau mal, da kommt jetzt natürlich oben auch die Deko drauf. Und los. Deko machen ist immer das aller schönste. Serve the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Das Chaos ist übrigens perfekt, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier unten noch so ein paar Sträußerchen ranzumachen. Jetzt steht die auf dem Teller, genau. Fertig, ich räume jetzt hier einmal auf. Flori kämpft da hinten irgendwie mit einem Handy. Einmal Ordnung machen, nebenbei Power-Cocktail trinken und dann haben wir das schon mal erledigt. Ich werde aber gleich noch, denke ich, den Essbereich schon mal schmücken mit den Sachen, die ich habe, Servietten und Teller. Ich glaube, das ist hier eine Tischdecke, Becher, ja. Süß, da wird die Oma sich freuen. Ich bin jetzt dabei, hier den Tisch einmal schick zu machen. Große und kleine Teller. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt nehmen soll. Eigentlich reichen die kleinen, oder? Achso, wir haben übrigens noch so anderen Fertigkuchen gekauft. Also das ist jetzt nicht der einzige Kuchen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie ich es packe. Die Becher gibt es ja auch noch dazu. Sieht schon süß aus, ne? Man könnte meinen, das ist ein kleines Mädchen. Aber Oma steht, wie gesagt, total auf Mickey oder Minnie Maus. Vero packt jetzt hier noch die Geschenke für Oma ein. Also ich würde es ja auch machen, aber man weiß, wie es dann aussieht. Willst deswegen. Willst du sagen, was du ihr schenkst? Ja. Oder wir. Guck mal, meine Mutter steht immer auf Klapphandys. Immer ist gut. Also sie hat früher schon immer dieses Motorola, dieses ganz alte Motorola hatte sie früher gehabt. Und ich habe mir letztens dieses Galaxy Flip geholt und dann war sie so neidisch und eifersüchtig und sagt, ich wollte auch so gerne haben und bla und blub. Und ja. Du magst das eigentlich nicht so. Ich kann es überhaupt nicht leiden. Das habe ich von ein altes Handy genommen. Und deswegen kriegt jetzt die Oma das Klapphandy plus 2 Hüllen, die ich noch dazu gekauft hatte. Da würde sie sich bestimmt freuen. Da freut sie sich ein zweites Loch in den Popo. Oder?
Super. Wir haben jetzt natürlich nur Weihnachtspapier, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Mein Gott, Hauptsache. Weißt du was? Ich klebe das ja auch noch schön zu, damit du da fummeln musst, ne? Ja, das mach mal. Ja, das mach ich. Das ist gut. Soll ich noch einen Karton holen? Oder einfach mal den riesen Karton packen? Ja, dann denkt sie, ist was komplett anderes. Ja. Müll habe ich gerade hingestellt. Aber nein, unten. Ich habe noch einen riesen Fitlenk-Karton unten. Ja. Das machen wir. Das wird lustig. Warte. So, Leute. Nein, Quatsch. Ich habe hier unten noch einen Fitlenk-Karton gefunden. Und schaut mal, der ist echt riesig. Hier ist sogar noch das Verpackungsmaterial drin. Die werden wir jetzt hinten in der Ecke das Handy verstecken. Und in der anderen Ecke machen wir dann das andere. Da muss Oma hier ein bisschen suchen. Das wird lustig. Das wird lustig. So, das ist hier die Verpackung, ne? Mhm. So, guck mal. Achso. Warte, ja, schreib mal rauf. Das ist zwei, ne? Mhm. Genau. Super, dann verpacken wir das gleich hier rein. Und die, ich weiß, dass sie ja darauf hofft, dass sie dein Handy kriegt. Ja. Und wenn die jetzt ein großes Paket bekommt, dann denkt sie bestimmt... Ey, weißt du was? Wir machen da noch so ein Teddybär rein, einfach nur. Dass sie denken, sie kriegt einen Teddybär. Das ist eine gute Idee. Den von Shelby oder was? Ja. Nur ausbauen. Nur ausbauen. Okay, los. Ich will ihn. Okay, Rosan, hol den Rosan. Ich hol den. So. Ich glaube, das ist voll gemein. Das hat sie mal den Kindern geschenkt. Ja, und jetzt schenken wir es ihr zurück. Pack's ein. Nee, los, pack erst die Handy, das Handy rein. Das kommt ganz nach unten, das Handy. Mach's aber mal. Nicht, dass sie dann voll traurig. Ich mag das nicht. Ach, ist nicht so schlimm. Verpack das schön. Ganz weit nach unten, ganz weit. Verpackung drüber. Ja, dann lässt die Minimaus rein. Das ist so lustig. Super, Minimaus rein. Ja. Ja, die wird ausrasten. Und der hat vielleicht noch einen Gutschein für einmal Kinderbetreuung oder so. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Das wird lustig. Das ist so, ich will jetzt noch schnell ein paar Kickelband und dann... Geil, freu mich. Achso, dann müsst ihr Karton auch noch verpacken? Ja. Echt? Dann denkt sie kriegt ein Riesengeschenk. Dann denkt sie sich so, oh Mann, nur ein Karton. Und dann macht sie auf und denkt sie, oh Mann, Mickey Mouse Kissen. Oh. Okay, los, Paketband. Ich mach schon was, ja? Ich kann das auch. Hast du es kaputt gemacht? Mann, ja, Entschuldigung. Och, Schatzi. Ich kann das schon, hast du doch gerade gesagt. Ja, aber kann ich wissen, dass du sensibel bist? Rutsch mal mit deiner Stimme. Mach mal ein bisschen. Kreativität. Oha, ist ja nicht nur ein bisschen. Ja, wenn du sensibel bist, dann ist auch nichts für. Aber ich wusste es doch, dass du es kaputt machst. Das heißt, du bleibst noch schon Taxi. Na, wird schon gehen. Ich mach's vielleicht besser. Ja, lass mich doch mal. Gib mir noch eine Chance, ja? Nur eine Chance. Nur eine Chance. Ja, ein vorsichtiger. Bist wie eine Lady. Muss man sanft tanzen. Sanft. Also die erste Lady hier hat es dir jetzt völlig zerstört. Ich meine ja nur. So, ganz schön. Hier, guck mal. Super. Übung macht den Meister. Mann. Warte, dreh mal um. Gleich, warte. Jetzt. Gib mir mal schnell Kleber her. Ja. Das sieht aber nicht aus wie auf der Seite hier. Ist doch egal. Guck. Ach, der Florian hat jetzt hier, eine Kugel draufgeklebt. Warum, weiß er auch nicht genau. Er meint, er ist ein Funfact. Kann man mal machen. So, das stellen wir jetzt auch nach oben. Und dann haben wir die Vorbereitung für Oma sogar schon fertig. Wie viele Stunden haben wir jetzt noch, bis sie kommt? Nein, jetzt in 10 Minuten nimmt sie die Bahn. Dann fährt sie eine Stunde. Ja. Also so bis sie hier ist, so ungefähr 1,5 Stunden. Da sind wir ja super im Zeitplan. Für Mama, Oma, Schwiegermutter. Oma reicht, ne? Weiß auf weiß ist ziemlich blöd. Ja. Daddy! 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 Wie schön! Daddy! Was Torte? Torte haben! Torte haben! Super, ne? Oh! Mach eins auf! Hey! Wow! Wow! Wow. Gleich geht's los! Schön? Und wir singen 1, 2, 3! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Oma. Happy Birthday to you. Also Oma, die Kugel ist ganz wichtig, ne? Soll ich sie kurz halten?
Okay. So hat ihr schon gesagt, die Kugel, die ist ganz, ganz wichtig. Ja. Die ist Inhalt von dem Geschenk, die darfst du nicht verlieren. Ja, ich meine es ernst, Oma. Ich habe vergessen einzupacken hier, diese mystische Kugel. Was ist das? Keine Ahnung. Es ist Schüttlein. Oma, es war für deine Gesundheit. Oh, die Freude hält sich in Grenzen. Oh, ein Kissen. Ja, wir haben es zu Hause eins. Deswegen schneit es auch. Das ist bestimmt irgendwas richtig Cooles. Schon Nika geschenkt hast. Oh. Ups. Hoppala. Hast du wohl zurückbekommen? Oh Mann. Karte! Ich schneide. Geschenk jetzt, pack aus. Karte. Jetzt warte. Gleich geht's los, Leto. Es geht gleich los. Wir müssen noch kurz Oma warten, bis sie ausgepackt hat. Wow. So. Wow, sagt JV schon. Oh, wow. Was ist das? Hab ich doch gesagt, hab ich doch gewusst. Ja, ein Handy. Nee, Rudi, das funktioniert so nicht. Ich hab das zugeklebt. Klebeband. Das ist zugeklebt. Das klebt. Ich wollte doch kein... Wie, was willst du nicht? Auch noch Ansprüche stellen? Das ist doch normal. Das Kopfkissen nicht, das hat sie uns geschenkt. Es war nur eine Attrappe oder wie man das. Ich heule gar nicht. Wo ist die Kugel? Die brauchst du natürlich nicht. Keine Ahnung, warum man die aufgeführt hat. Jetzt ist der Kuchen. Kugel! Ja. Hallo ihr Lieben. Es sind schon ein paar Tage vergangen, wenn wir ehrlich sind. Wir haben es vergessen, aber ist auch nicht so schlimm. Oma hat einen schönen Tag. Hat sich ganz doll gefreut. Ein paar Tränen sind geflossen für den von ihr. Ja. Und ich habe jetzt mein Handy mit dem Tropfen wieder. Super. Flo, ich weiß ja, haben wir das denn wieder erzählt, dass du dein Handy getauscht hast? Ja, doch, habe ich erzählt, dass sie okay. Das Handy haben wollte. Aber genau, und er sagte, nee, sein altes Handy geht jetzt wieder. Das hatte nämlich vorher so einen Wasserschaden sozusagen. Nee, das geht jetzt wieder. Ja. Und jetzt hat er so wie ein paar Tage und jetzt hat es wieder diesen Tropfen und wieder so einen Wasserschaden. Aber es geht halt trotzdem, mein Gott. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugesehen habt und dann sehen und hören wir uns im nächsten Vlog, den wir jetzt auch direkt aufnehmen. Deswegen ist uns nämlich eingefallen, dass wir das nicht beendet haben. Peinlich. Wir wünschen euch alles Liebe und alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.